Seid gegrüßt. Ja, wir befinden uns in den privaten Sensorien, wo wir letztes Mal aufhörten. Allerdings erwarb ich noch einige Tätowierungen. Unter anderem Anna ist jetzt auch ausgestattet mit 2 auf Charisma, 1 auf ETW0 und 2 auf Geschick. Was es auch bringen mag. Hier kann man sich das nochmal angucken, ja. Geschick von 20. Damit sie vielleicht noch ein bisschen besser trifft. Dacon hat ursprünglich ja die ETW0 Tätowierungen gehabt. Für die hat er jetzt Stärke und Intelligenz bekommen. Stärke, weil das die, er kann dadurch mehr tragen und die Stärke gleicht zeitweilig den ETW0 aus, den er abgegeben hatte. Außerdem kann er mit der Tätowierung für 2 Intelligenz jetzt den 7. Kreis von Zarfimon lesen. Meinen Lehren wurde Zauberkraft gegeben. Dankeschön. Ja, der war ja noch übrig, weil durch den Intelligenzmangel konnte er ja nicht mehr Zauber in sein Zauberbuch schreiben. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit den Sinnessteinen, die hier liegen. Erledigt. Und arbeiten uns dann quasi, wenn wir mit den fertig sind, zu Quell hervor. Speichern wir eben nochmal, bevor wir damit anfangen. So, los geht's. Der untere Teil dieses wasserblauen Steins ist so behauen, dass er aussieht, als sei er mit dem Sockel, auf dem er ruht, verschmolzen. Ein Strom perfekter azurblauer Tränen tropft an den Seiten herunter und rahmt die Inschrift am Sockel ein. Sehnsucht. Beginne die Erfahrung. Als du deine Hände auf den Stein legst, wälzt sich seine Oberfläche unter deiner Berührung. Ein Schauer läuft über deine Arme, als ob du deine Hände in einen Gebirgsbach getaucht hättest. Schließe die Augen und tauche in die Erfahrung ein. Als du die Augen schließt, blinzelst du und öffnest sie wieder. Deine Augen sind mit Tränen gefüllt. Und du wirst von einem schrecklichen Gefühl des Ertrinkens überwältigt. Während die Empfindung durch dich läuft, spürst du in der Brust ein Rumoren, einen Hunger, giftig wie eine Schlange, die in dein Herz beißt. Das müsste die heißen, oder? Bis du das Gefühl hast, dass deine Brust explodiert. Du versuchst verzweifelt, dich zu beruhigen, dich zu konzentrieren, aber in deine Augen kommen nur Tränen. Wische die Tränen weg. Du hebst die Hand, um deine Tränen wegzuwischen. Deine Hände sind die weichen, zarten Hände einer Frau. Sie wischt die Tränen von deinen Wangen. Du umschließt sie mit deinen Händen. Jede Träne wie ein im Licht schimmerndes Juwel. Dreh dich um die Lampe näher zu betrachten. Die Lichter kommen von Kerzenkugeln, die durch deinen Zufluchtsraum schweben. Du bist an diesen Ort gekommen, um deine Gedanken zu sammeln, um mit einem Auge auf die Zukunft gerichtet über die Vergangenheit nachzudenken. Um deine Gedanken vor der bevorstehenden Reise zu reinigen. Doch du kannst dich nicht konzentrieren. Deine Gedanken bleiben in der Gegenwart. Dort gefangen von dem schrecklichen Gefühl, das sich in deiner Brust windet. Was hat er gemeint? Schließ die Augen und seufze. Du schließt die Augen, aber seine Worte klingen wie ein Echo in deinen Gedanken nach. 100.000 Mal wird er jemals zurückkehren? Das Geräusch, das ein Flüstern, ein Echo. Nur du. Und doch hast du gezögert an der Schwelle der Tür der Zeit. Und er muss gedacht haben, dass du Angst hast zu gehen. Aber das hattest du nicht. Du hattest Angst zu bleiben. Und die Angst, die Schlange, windet sich wieder in deiner Brust. Ihre Giftzähne beißen in dein Herz und füllt es bis zum Bersten mit ihrem Gift. Die Tränen kommen wieder, laufen dir in Strömen die Wange hinunter.
Seine Worte hallen wie ein Echo. Echo, nur du, nur du. Deine Augen gehen ruckartig auf. Es ist seine Stimme. Du wirbelst herum und schnappst nach Luft. Er steht in den Schatten, mächtig, und er schreitet in das Licht der schwebenden Kerzenkugeln. Und du spürst, wie eine Schlange sich windet und stirbt. Er ist zurückgekehrt. Seine Miene, streng, aber irgendwo in diesen Zügen kannst du beinahe erkennen, dass er sich freut, dich zu sehen. Nach allem ist er zurückgekehrt. Wegen Echo. Nur du kannst mir helfen, Dayonara. Aber es war falsch von mir, dich um Hilfe zu bitten. Aha. Was bringt das denn? Du sprichst Dayonara. Und obwohl du es... Und doch bist du es. Gänsehäutig wie eine Statue, trittst du aus dem Licht. Bist du wirklich so vernarbt? Dein Körper sieht aus, als sei er in Messingklingen gebadet worden. Die Wunden, die Tätowierung, schrecklich. Und doch siehst du mit Dayonaras Augen. Und sie sieht, wie kann sie dich nur so sehen? Sie legt einen Mantel über dein Gesicht. Sie sieht dich in solch einem Licht, solch schrecklicher Sehnsucht. Licht, denn wie kann sie so etwas fühlen? Versuch dich wieder zu konzentrieren, dich zu stärken, die Erfahrung festzuhalten. Du fühlst, wie das, was du siehst, zerrissen wird und verdoppelt, bis du dieser Mann bist, der aus dem Licht tritt. Du bist es, aber du bist es auch nicht. Du fühlst, wie du zerrissen wirst. Es ist Dayonaras Erfahrung, aber gleichzeitig ist es auch deine. Und du, was? Echo, ich habe so viel verlangt, als ich dich bat, mich zu begleiten, Dayonara. Ich habe kein Recht, dich meinetwegen in solche Gefahr zu bringen. Es sind deine Worte, aber es sind die Worte eines Chirurgen mit kalter Präzision. Die sind die Worte eines Chirurgen, mit kalter Präzision gewählt, ohne eine Spur von Gefühl. Mit jedem Wort spürst du dich innerlich höhnisch grinsend und du weißt, dass das gepeinigte Mädchen als nächstes durch ihre mit Sehnsucht gefüllten Augen sehen wird. Und wen? Bist du diese Person, dieser Mann, der sie mit deinen Worten manipuliert? Und nicht weiß, wie mächtig sie für sie sind. Wie die Bolzen einer Armbrust, die sich in ihre Brust bohrt. Wie die Bolzen einer Armbrust, die sich in ihre Brust bohren. Das ist ganz komisch hier drin. Moment. Wie mächtig sie sind. Wie die Bolzen einer Armbrust, die sich in ihre Brust bohrt. Also es bohren sich doch die Bolzen in ihre Brust. Also bohren sie und bohrt nicht, weil Bolzen nicht bohren, sondern bohren. Ist ja auch egal. Ihre und doch seht sie nur Erleichterung bei deiner Rückkehr. Wie kann sie fühlen und nicht wissen, dass es deine Absicht ist zu... Außerdem natürlich, man bohrt die Armbrust in ihre Brust, aber das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ich bin gekommen, um dich um Verzeihung zu bitten, Dayonara. Ich werde zu dir zurückkehren, sobald ich in der Lage bin. Das, was du siehst, wird abermals zerrissen, verdoppelt sich und blutet, bis du wieder dich selbst ansiehst und verzweifelt versuchst zu sprechen. Dayonara zu warnen, dass dies kein Mann ist, sondern ein Wesen, das für seine eigenen Bedürfnisse tötet, dem du egal bist. Dayonara, du bist für ihn ein Werkzeug, das er braucht, aber Dayonara spricht und du kannst sie nicht aufhalten. Ich würde mich selbst in tausend Gefahren begeben, es mit der Ewigkeit aufnehmen. Für dich, mein Liebster. Ich habe keine Angst. Hör mir zu, ich werde dich begleiten, auch wenn die Ebenen selbst.
auch wenn die Ebenen selbst den Weg versperren sollten. Du fühlst, wie du zerfällst. Erleichterung und Befriedigung. Seine Befriedigung über ihre Worte. Er hat gewusst, dass sie sie sagen würde. Hat es immer gewusst. Und ihre Liebeserklärung ist wie ein Fallgitter, das auf dein Herz niederrasselt. Gefangen. Sie ist dein, aber du musst sicher sein. Also schlägst du den Nagel ganz ein. Der Weg ist gefährlich. Du wirst stark sein müssen. Viel stärker, als du jetzt bist. Durch ihre Gedanken schwimmt Erleichterung. Die Welle der Erleichterung, das Ende der Sehnsucht. Doch seine Worte vergrößern die Sehnsucht nach ihm. Sie bemerkt seine Manipulation nicht. Du musst nur stark sein und einen Pfad und ein Pfad wird eins mit dein und mein Pfad und sein Pfad wird eins mit deinem sein. Deine Gedanken sind wie Feuer, denn du kannst stark sein, stärker als er weiß. Du kennst keine Angst, du würdest für ihn sterben. Ich kann stark sein, mein Liebster. Ich werde. Ihre Worte perlen an ihm ab wie Wasser. Die Schlange in ihrer Brust, die ihr Herz mit ihrem Gift gefüllt hat, ist durch die Schlange im Fleisch ersetzt. Sie sieht nichts davon und seine nächsten Worte sind sorgfältig geplant. So sorgfältig. Ich kann nicht sagen, ob wir erfolgreich sein werden, Dayonara, aber ich werde mein Bestes tun, um dich zu beschützen. Und ich erwarte nichts weniger als das Gleiche von dir. Du... Es könnte von dir verlangt werden, einige Opfer zu bringen. Bei diesem endgültigen, schrecklichen Wort spürst du, wie du zerrissen wirst. Er will ihr Schaden zufügen. Er will dir Schaden zufügen. Denn du bist sie und es ist seine Absicht, sie zu verletzen. Doch ist es für dich notwendig, dass ihr Schaden zugefügt wird und du willst schreien, ihr zuschreien, dass sie in Gefahr ist. Lauf, lauf, Dayonara, denn seine Augen zerstören alles und... Natürlich, mein Liebster, Leben ist Aufopferung, dies habe ich gelernt. Du, sie, ihr... Du sprichst die Worte und fühlst dabei, wie du innerlich stirbst. Du bist ein Zuschauer und du hast eine Frau sterben sehen. Denn die Worte sind ein Todesurteil. Und doch spricht sie noch immer achtlos gleichgültig. Ich habe kein Vermächtnis in der Obhut meines... Ich habe ein Vermächtnis in der Obhut meines Vaters gelassen, mein Liebster. Frage nach dem Sechsten, dem Dritten... Dem K und dem S. Alles darin vermache ich dir. Es ist nicht viel, doch mit ihm hinterließ ich... Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Du, er, eine Weile der Verärgerung überkommt dich. Du beißt die Zähne zusammen, damit die Verärgerung sich nicht auf deinem Gesicht zeigt. Muss sie immer weiter plappern, selbst wenn du ihr kein Stichwort gibst? Muss sie aber nein, nein, halt die Veränderung im Inneren, nur ein Hauch davon dringt nach außen. Komm, ich kann nicht sterben, Dayonara. Solche Torheit ist gar nicht nötig. Ist das auch irgendwann mal zu Ende? Sie wird von Angst überwältigt. Angst, die dich anwidert. Und die Angst steigt in dir auf. In dir auf, als du siehst, wie er die Stirn runzelt und du beeilst dich, ihn zu verbessern. Er muss die Gründe und die Weisheit hinter ihnen kennen, damit er von deiner Planung beeindruckt ist. Sprich, bevor er sich abwendet. Ich weiß, dass ich oft töricht handle, mein Liebster, aber du hast selbst gesagt, dass du Dinge vergessen kannst, wenn du tief verletzt bist. Es gibt Dinge in dem Vermächtnis, die dir helfen können, dich zu erinnern. Falls du dich selbst vergisst. Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Sieh, du betrachtest sie kalt. Durch deine Augen lässt dein Blick über ihre gerunzelte Stirn wandern. Zerfurcht von Sorge, Verzweiflung. Sie hat so gehandelt.
wie du es erwartet hast. Doch gibt es in dem, was sie sagt, etwas... Vielleicht. Doch ich hoffe, dass in diesem Vermächtnis... Warte mal. Vielleicht. Doch hoffe ich, dass nichts in diesem Vermächtnis von Wert ist. Ich will nicht, dass du irgendwelche Sachen, die auf unserer Reise nützlich sein könnten, hier in einem Tresor zurücklässt. Ihre Illusion ist zerstört. Nur für einen Moment. Du beobachtest schweigend, wie das Gefühl zu Boden fällt und wie es versilbertes Glas zerspringt. Nützlich! Solch eine beiläufige Bemerkung. Doch sogar Dayonara sieht und hofft nur für einen Moment. Dass sie ihn als das sieht, was er ist? Die Schlange. Die Schlange. Und deine Hoffnung stirbt, als sich in Dayonaras Augen das Gefühl wieder aufbaut, die Scherben vom Boden gehoben. Die Scherben vom Boden gehoben werden. Die Illusion wieder zusammengesetzt wird. Aber ein kleiner Splitter des Schmerzes bleibt. Er glaubt, dass du etwas Dummes getan hast. Doch du hast es für ihn getan. Du musst es wieder gut machen. Aber wie? Du musst ihn überzeugen, dass das Vermächtnis unwichtig ist. Aber es ist alles. Das Vermächtnis, mein Liebster. Es enthält nur einige Dinge, die dir helfen können, dich zu erinnern. Die Sichel der Worte fällt auf Dayonara so schnell, so scharf, dass du ihrer geschwungenen Bewegung nicht folgen kannst. Ein Vermächtnis? Du kommst manchmal auf Ideen, Dayonara. Solch romantische Gesten. Egal. Nein. Sie, du, Dayonara. Du hast ihn wieder vertrieben, genau wie in der Nacht zuvor. Du fühlst, wie sich die Schlange wieder regt, wiedergeboren, und sich um dein Herz schlingt. Ein Hauch von einem Zischen, doch er hört es nicht. Würdest du gern ein Vermächtnis hinterlassen, mein Liebster? Für dich selbst? Oder für wen auch immer du willst? Es könnte dir helfen, dich zu erinnern, wenn du etwas für dich selbst hinterlassen würdest. Oder für die, die du geliebt hast. Die Sichel der Worte fällt abermals schrecklich und schnell. Doch diesmal hält die Illusion stand und die Schlange ist verhüllt. Die Schlange ist schlau und sie wird sich nicht zu erkennen geben, bevor sie angreift. Ein Vermächtnis für mich selbst? Wohl kaum. Die Dinge, die ich für mich selbst hinterlassen würde, wären nicht sicher im Büro irgendeines Advokaten, Dayonara. Aber genug davon, ich muss gehen. Er geht, du musst ihn dazu bringen, dass er bleibt. Und die Erfahrung umstülpt dich. Schrecklich der spiralförmige Sog in dieser Schlussszene... Warte mal. Schrecklich der spiralförmige Sog auf die Schlussszene zu. Die Frage, die du sie stellen will, stellt sie nicht. Dayonara stellt sie nicht. Schweig, schweig. Mein Liebster, bevor du gehst. Sein Zorn, seine Verärgerung. Was jetzt, Mädchen? Was jetzt, du wimmernde Todesfee? Bevor ich gehe, sieht so aus, als ob das noch ein Weilchen dauern könnte. Hör mal, Dayonara. Könnte diese Frage nicht bis zum Morgen warten? Es gibt viel. Sie ist verzweifelt. Ertrinken. Sag es. Und sie, du, sprich es aus. Willst du, dass ich mit dir komme, mein Liebster? Der Sturm der Gefühle in deinen Gedanken erstirbt. Dies ist das Ende. Die Worte, die du gerade sprechen willst, sind wahr. Aber die Wahrheit ist nicht die Wahrheit, die sie sieht. Es gibt keine Lügen, nur kalte Berechnungen. Natürlich will er, dass du mit ihm kommst, Dayonara. Du verstehst es sehr gut, zu gut. Er hat zu viel in dieses arme Mädchen investiert, um sie gehen zu lassen. Natürlich, Dayonara. Ich hätte dich nicht gebeten, mit mir zu kommen, wenn ich nicht deine Gesellschaft wünschte. Du weißt, was ich für dich empfinde.
In seinen Gedanken herrscht eine kalte Stille. Dann pfeift ein Gedanke durch die Luft. Eine Antwort, scharf und tödlich, wie die Klinge eines Dolches. Die Lüge kommt schnell, unbelastet von Gefühlen. Ich liebe dich, Dayonara. Und du willst schreien, als du fühlst, wie die Lüge, wie ein Strahl über sie gleitet. Aber sie ist ein Schatten der Wahrheit, der Kuss einer Schlange. Und er will dir Schaden zufügen, und sie kann nicht sehen. Du willst laut rufen, aber sie weint vor Freude. Sogar als... Weine vor Freude, vor Frustration, vor Freude, vor Verzweiflung. Du wirst von einem Gefühl überwältigt, als würdest du ertrinken, und du musst sprechen. Du sehnst dich danach zu sprechen, aber du kannst nicht und reißt dich von der Erfahrung los. Und du schreist, während du die Hände vom Stein reißt und blutige Tränen aus deinen Augen strömen. Deine Arme hinunterrinnen, aber deine Hände und den Stein überziehen. Blut, ihr Blut, und du kannst sie nicht warnen. Du kannst nicht aufhören zu weinen. Und plötzlich ist Gras die Gefallenen da, und ihre Berührung ist weich wie Seide. Und sie wischt die Tränen von deinen Augen, während du die Schreie in dir aufsteigen fühlst. Sie redet beruhigend auf dich ein und liebkost dein Gesicht trotz deiner blutigen Tränen. Ich halte das nicht aus. Ich konnte sie nicht aufhalten. Ich wollte es, aber ich konnte nichts tun. Gras, die Gefallene, sieht dir in die Augen und nickt traurig, verständnisvoll. Und das ist das Wesen der Sehnsucht. Das Verlangen nach dem, was du nicht ändern oder besitzen kannst. Sie mustert dich und zieht ihre Hand zurück, die jetzt mit deinem Blut bedeckt ist. Geht es dir schon besser? Ja, ich brauche nur einen Moment. Gut. Gras, die Gefallene, tritt zurück. Wir werden fortfahren, wenn du bereit bist. Hol Atem, versuch deine Gedanken zu sammeln. So sehr du auch die Erinnerung an die Erfahrung abzuschütteln versuchst, hältst du sie fest, weil du weißt, dass es wichtig ist, sich daran zu erinnern. Du warst Teil dieser Erfahrung. Es war Dayonaras Erfahrung. Aber weil du sie durchlebt hast, haben dich deine Erinnerungen überflutet. Und du konntest beide Seiten auf einmal spüren. Wer warst du? Wer war dieser Schatten von dir? Wende dich von dem Stein ab und geh weg. Okay, ein Stein. Ich bin weg. Wir waren da ja nur ungefähr eine halbe Stunde dran. Hoffen wir, dass der nächste Stein kürzer ist. Aber erst nächstes Mal. Ja, ich glaube, das reicht auch für eine Folge. Also, auf Wiedersehen.